Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video der grünen Horte. Heute boxe ich für euch den Arwing aus. Es ist so, dass wir jetzt momentan wieder mehr auf X-Wing spielen und jetzt packe ich nach und nach wieder an und kaufe mir neue Modelle. Die Sache ist, wenn man jetzt viel Spartan-Modelle gekauft hat, ist man immer ganz prall gefüllte Boxen gewöhnt. Das hat jetzt X-Wing nicht. Man merkt halt dann doch, dass die Zielgruppe sehr viel auf die klassischen Spielzeuggeschäftseinkäufer geht. Nochmal auf. Das ist auch der Punkt, dass die Boxen so jetzt nicht wiederverwendbar sind, sondern man hat einen Blister, den man aufschneiden muss und dann auch wegschmeißen kann. Gut. Nichtsdestotrotz, ich finde die X-Wing-Modelle sehr schön, sie kommen pre-painted, was mir als Besitzer von sehr vielen Spielsystemen mal so richtig entgegenkommt, dass ich nicht so viel malen muss. Für manche Leute ist das eigentlich genau der Hinderungsgrund. Arwing ist ein sehr, sehr schönes Modell, er ist halt sehr klein. Für die Sachen. Es ist also der Arwing drinnen. Es ist die obligatorische Base. Viele Leute nehmen das als Aufbewahrungsboxen her, mir geht aber das Zeug einfach zu sehr im Weg um. Ich habe mir da meinen Feldherrkoffer. Ein wichtiger Aspekt von allen X-Wing-Boxen ist natürlich immer die Karten, die Kartenstacks. Allgemein sind die Karten ja im Internet wohl bekannt, weil sie ja immer fix sind. Was ich recht praktisch finde, sind diese Manöver-Trays, weil die kann man sich dann immer daneben legen, damit man schneller die Sachen findet. Dann haben wir noch diverse Tokens, das Manöverrad, alle Schilde und alles, was man für ein Modell braucht. Es ist zwar super, dass alles, was man für ein Modell braucht, immer in der Box drinnen ist, aber man sammelt auf die Zeit schon verdammt viele Marker an und irgendwann wird es ein bisschen unübersichtlich. Gut, es sind vier Piloten drinnen, wie immer, und das Manöverrad. Bei den Piloten haben wir einmal einen Anfängerpiloten von einem sehr wendigen, aber auch schwachen Schiff. Dann mit Pilotenwert 3 einen Pilot der Grünstaffel. Dann mit Pilotenwert 6 den ersten Charakter. Und dann Tycho, ein berühmter Charakter, weil der einfach auch mit Stress seine Aktion machen kann und es wird der Stresssammler, den es überhaupt gibt im Spiel. Gut, zusätzlich kann man den Arwing natürlich noch ausrüsten mit Erschütterungsraketen, Clusterraketen, Lenkraketen und einer der spaßigsten Karten für manche schnelle Piloten bis an die Grenzen. Das werden wir jetzt gleich mal rausnehmen, weil wir werden gleich mal Tücher bis an die Grenzen mal testen, ob das bringt. Zusätzlich gibt es dann noch den Meisterschützen. Ja, und das haben wir. So, das ist der Inhalt der Box. Wir werden ihn jetzt auch gleich mal ausprobieren und dann könnt ihr mal im Video einen Arwing im Einsatz erleben. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video bei der Grünen Horde.